kein Rätselraten um die Kanzlerin in diesem Jahr. Früh ist klar, wo Angela Merkel 2019 ihren Urlaub verbringt. Jetzt gibt es erste Infos über die Auszeit der Kanzlerin. Update vom 1. August 2019. Sie arrangieren sich miteinander und versuchen, die Weltpolitik in einigermaßen saubere Bahnen zu lenken. Angela Merkel und Donald Trump. Was die Kanzlerin in ihrem Urlaub in Südtirol nun als Lektüre liest, dürfte dem US-Präsidenten so überhaupt nicht gefallen. Wie ein Foto, das der Bild-Zeitung vorliegt, zeigt, ist es der Turm von Steffen Greenblatt. Das Bild zeigt die 65-Jährige auf dem Balkon ihres Stammhotels. Darin geht es um eine Analyse der britischen Machtkämpfe zur Zeit William Shakespeares 1564-1616. Autor Greenblatt beschreibt darin Einflüsse realer Politik auf Dramen und Helden des Dichters. Der Name Donald Trump taucht auf 220 Seiten zwar kein einziges Mal auf, doch Merkels Urlaubslektüre. Soll die härteste Abrechnung mit dem US-Präsidenten überhaupt sein? Der Verlag bewirbt das Buch mit den Worten: Was uns Shakespeare über Trump, Putin und Co. verrät. Wie kann es sein, dass eine große Nation in die Hände eines Tyrannen fällt? Warum akzeptieren die Menschen die Lügen eines Mannes, der ihrem Land so offensichtlich schadet? Vielleicht kann Merkel daraus ein paar brauchbare Schlüsse mitnehmen, die ihr vor allem im Umgang mit Trump helfen können. Denn immer sind sich die beiden nicht grün. Trump attackiert Merkel wann immer möglich wegen ihrer Flüchtlingspolitik oder auch den aus seiner Sicht zu geringen Verteidigungsausgaben Deutschlands. Merkel im Sommerurlaub. Kanzlerin genießt Rotwein in Begleitung und Date 13.11 Uhr beim gemütlich wirkenden Abendessen mit Ehemann Joachim Sauer gönnt sich Bundeskanzlerin Angela Merkel auch mal genüsslich ein Gläschen Rotwein. So zeigen erste Bilder der Bild-Zeitung die Kanzlerin und ihren Gatten im Urlaub in Südtirol nach heftigen Personaldebatten in der CDU und der EU hat sich die Regierungschefin den Urlaub redlich verdient. Die Erholung gelingt ihr scheinbar im italienischen Sulden in Südtirol.
In dem 400-Seelendorf hat offenbar auch Reinhold Messner einen Bauernhof restauriert und betreibt dort Jagdzucht. Der Extrembergsteiger, der heuer 75 Jahre alt wird, wie Merkur.de berichtet, soll laut Bild mit der Kanzlerin seit Jahren befreundet sein. Angela. Merkel im Urlaub. Im Helikopter gen Süden, jetzt ist das Urlaubsziel der Kanzlerin klar. Nachricht vom 30. Juli 2019. Bozen, durchatmen bei der Kanzlerin. Nach einem politisch turbulenten halben Jahr und Hitzeschlachten zuletzt im Bundestag ist Angela Merkel nun tatsächlich in ihren alljährlichen Urlaub aufgebrochen. Wie italienische Medien berichten, gönnt sich die Kanzlerin 2019 wieder eine Sommerfrische in Südtirol. Ziel sei in diesem Jahr das Bergdorf Sulden im Vinschgau, will die italienische Nachrichtenagentur ANSA erfahren haben. Dass Merkel in Südtirol urlaubt, ist nichts Ungewöhnliches. Schon einige Male war sie mit Gatten Joachim Sauer ins Vinschgau und Westteil Südtirols gereist. Im vergangenen Jahr hatte die Kanzlerin allerdings auf den traditionellen Wanderurlaub verzichtet. Angela Merkel. Dieses Jahr keine Spekulationen? Urlaubsort und Begleitung klar. 2018 hatte es auch Spekulationen um den Verbleib Sauers gegeben. Dieses Jahr gibt es Frühgewissheit. Fotos der Bild-Zeitung zeigen Merkel und Sauer beim Aufbruch gehen. Süden. In Bayreuth, wo Merkel zunächst allein und dann mit ihrem Gemahl Aufführungen der Wanderfestspiele. Verfolgt hatte, stiegen die Eheleute zusammen in einen Hubschrauber der Bundespolizei. Video. Diese Frauen bewundern die Rennstation der Flugreise, war laut die übereinstimmenden Berichten die österreichische Großstadt Innsbruck. Dort stiegen Merkel und Sauer in einen bereitstehenden Wagen um. Er dürfte sie nach Sulden gebracht haben. Offiziell gibt es zu Merkels Urlaubsaktivitäten allerdings keine Stellungnahme. Angela Merkel verbringt Urlaub in Südtirol, Steinmeierwald ganz hinter. Nähe eine kuriose Randnotiz. Nicht nur Merkel genießt nun ihren Urlaub in Südtirol, auch das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, weilt dort. Er verbringt seine Ferien von der großen Politik traditionell am Ritten bei Bozen so ganz vorn. Der Arbeit lassen kann Steinmeier aber offensichtlich nicht. An seinem Urlaubsort traf er am Freitag den Südtiroler Landeshauptmann Arnold Kompatscher, wie aus einer Mitteilung der Landesverwaltung hervorgeht. Die beiden hätten die Gelegenheit genutzt, gemeinsame Überlegungen zur politischen Lage in Südtirol, Italien und Deutschland sowie zur
aktuellen Entwicklung in Europa anzustellen, hieß es. Auch im Urlaub belasten wird Angela Merkel der Tod eines 8-jährigen Jungen im Frankfurter Hauptbahnhof. Ein Mann aus der Schweiz, der ursprünglich aus Eritrea kommt und nach Behördenangaben in psychiatrischer Behandlung ist, hatte den Jungen vor einen einfahrenden Zug geschubst. Die Herkunft des Täters löste in den sozialen Medien eine Debatte über Angela Merkels Politik aus. Eine Bundestagsabgeordnete der AfD verfluchte die Kanzlerin, bis sich Oliver Pocher zu Wort meldete. Zuletzt. Hatte die Kanzlerin mit zitternden Fällen Besorgnis ausgelöst. Das traditionelle Sommerinterview hatte Merkel in diesem Jahr ausfallen lassen, allerdings aus ganz anderem Grund. Grünen-Chefin Annalena Baerbock unterlief an dieser Stelle am Sonntag ein peinlicher Fehler. Merkel musste zuletzt auch eine unerwartete Spitze von US-Präsident Donald Trump erdulden. FN mit Material von dpa-merkur.de ist Teil des bundesweiten Digital-Redaktionsnetzwerks.